Im heutigen Video geht es um das Thema Indikatoren beim Trading. Ich spreche darüber, was man unbedingt über Indikatoren wissen sollte. Ich erkläre dir, welche Arten von Indikatoren es gibt und was du beim Trading mit Indikatoren beachten solltest. Des Weiteren spreche ich darüber, welche drei Indikatoren ich selbst beim Trading nutze. Wenn dich diese Themen interessieren, dann bleib unbedingt dran. Viel Spaß beim Anschauen des Videos. Ein Trading-Indikator besteht aus einer mathematischen Formel. Was man wissen sollte, ist, dass ein Indikator eine Analyse der Vergangenheit darstellt. Trader versuchen durch einen oder durch eine Kombination von mehreren Indikatoren ein Einstiegs- oder ein Ausstiegssignal zu generieren. Wichtig zu wissen ist, dass viele Indikatoren nachträglich nachzeichnen. Im Fachjargon spricht man dann vom Repainting. Das bedeutet so viel, dass manche Indikatoren nachträglich ihre Werte verändern. Wenn man dann einen Backtest macht, bekommt man den Eindruck, den heiligen Gral des Tradings gefunden zu haben. Jedes Einstiegssignal wird perfekt dargestellt. Wenn man dann diese Indikatoren aber mit Live-Kursen testet, wird man schnell feststellen, dass der Indikator nicht das hält, was er verspricht. Schauen wir uns dazu mal ein Beispiel an. Hier im Chart seht ihr einen einfachen Indikator. Mit den grünen Kreisen wird mir ein Kaufsignal generiert und mit den roten Kreisen ein Verkaufssignal. Was direkt auffällt, dass jedes Signal einen Gewinntrade gebracht hätte. Auf den ersten Blick ein Indikator zum Reichwerden. Leider ist das aber nicht der Fall. Wenn ein Indikator zum Beispiel ein Verkaufssignal generiert, der Markt aber weiter hoch geht, dann verschiebt sich das Signal weiter nach oben. Es geht so lange, bis der Markt fällt. Im Nachhinein sieht es dann so aus, als hätte man am Hoch der Zwischenbewegung einen Short-Einstieg angezeigt bekommen. Solche Indikatoren gibt es sehr häufig. Wenn ihr überhaupt den Einsatz von Indikatoren in Erwägung zieht, dann nur solche, die nicht repainten. Das nächste Wichtige ist, überlagert den Chart nicht mit zu vielen Indikatoren. Besonders Anfänger neigen oft dazu, viele Indikatoren anzuwenden. Dadurch meint man, mehr Sicherheit beim Trading zu bekommen. Allerdings ist das eine Falschannahme. Letztendlich bekommt man durch den Einsatz von zu vielen Indikatoren gegensätzliche Signale. Und das Ganze führt oft eher zu Verunsicherung als zu einem klaren Signal. Viele Profi-Trader nutzen nur sehr wenige bis gar keine Indikatoren. Das sollte man immer im Hinterkopf haben. Indikatoren, die meines Erachtens Sinn machen, sind zum Beispiel die gleitenden Durchschnitte. Diese werden durch eine einfache Linie dargestellt und zeigen den Durchschnitt aus einem vorgegebenen Zeitintervall. Der gleitende 200-Tage-Durchschnitt zeigt den durchschnittlichen Kursverlauf der letzten 200 Tage an. Dieser Indikator wird von vielen Tradern stark beachtet. Schon aus diesem Grund sollte man diesen Indikator im Auge behalten. Auch Hedgefondsmanager schauen auf den 200-Tage-Durchschnitt und beziehen diesen in ihre Kauf- oder Verkaufsentscheidung mit ein. Der nächste interessante Indikator, den ich gerne nutze, ist das Fibonacci Retracement. Mit dem Fibonacci Retracement kann man sich in Trendbewegungen wichtige Unterstützungs- und Widerstände anzeigen lassen. Oft ist zu beobachten, dass ein Trend in einer Korrektur an das 38,2, an das 50 oder an das 61,8% Retracement korrigiert, eher der Trend die eigentliche Trendrichtung wieder aufnimmt. Diese Vorgehensweise kann man noch verbessern, indem man einen Markt in mehreren Zeiteinheiten analysiert. Wenn wir zum Beispiel im 4-Stunden-Chart und im Tageschart auf dem gleichen Level zwei wichtige Fibonacci Retracement-Marken haben, dann stellt diese Marke ein interessantes Level dar. Oft dreht der Markt an solchen Marken wieder in Trendrichtung. Der nächste für mich wichtige Indikator ist der ADX. Dieser misst die Stärke des Trends. Auf einen Blick erkennt der Trader, ob wir uns in einem Aufwärts- oder in einem Abwärtstrend befinden. Wenn sich die grüne Linie über der roten Linie befindet, ist der Markt in einem Aufwärtstrend. Umgekehrt ist es, wenn die rote Linie über der grünen ist. Dann tendiert der Markt abwärts. Die blaue Linie misst die Trendstärke. Werte über 30 zeigen einen starken Trend, der dann aber oft sich wieder abschwächt. Was man auch wissen sollte, ist, dass es Indikatoren gibt, die in Trendphasen gut funktionieren, und dann gibt es auch noch die Oszillatoren. Diese funktionieren in Seitwärtsphasen und haben in Trendphasen ihre Schwächen. Oszillatoren zeigen dem Trader, wann ein Markt überkauft oder überverkauft ist. Das kann sehr gut für Counter-Trades genutzt werden. Auch eignen sich Oszillatoren sehr gut dazu, um den richtigen Verkaufszeitpunkt aus einem Trade zu finden. Die große Kunst ist es, herauszufinden, in welcher Phase man sich gerade befindet und welchen Indikator man mehr Beachtung schenken sollte. Befindet man sich gerade in einer Trendphase und nutzt somit einen Trendindikator, oder befinden wir uns in einer Seitwärtsphase, wo ein Oszillator sinnvoller wäre? Viele Trader machen den Fehler, viele Jahre darauf zu vergeuden, den perfekten Indikator zu finden. Ich kann euch dazu sagen, dass es diesen einen Indikator nicht gibt.
Indikatoren können eine nützliche Hilfe beim Trading darstellen, aber alleine das Trading mit Indikatoren wird euch nicht zum erfolgreichen Trader machen. Ich weiß, es klingt für den einen oder anderen frustrierend, aber das kann ich euch nach über 20 Jahren Trading-Erfahrung mit großer Sicherheit sagen, dass es leider so ist. Vielmehr sollte man sich mit dem Risiko- und Money-Management auseinandersetzen, als nach der Suche nach dem einen perfekten Indikator. Generell kann man sagen, dass Indikatoren in höheren Zeitrahmen besser funktionieren als in kleineren. Ein Signal im Tageschart sollte somit höher gewichtet werden als zum Beispiel im 5-Minuten-Chart. In kleinen Zeitfenstern gibt es einfach zu viele Fehlsignale. Auch sollte man beachten, dass Indikatoren in der Regel eine Zeit lang gut funktionieren. Dann aber folgen immer in unregelmäßigen Abständen Börsenphasen, wo die Indikatoren nicht mehr gut funktionieren. Das ist von den Big Playern am Markt bewusst so gewollt. Denn wenn Indikatoren durchgehend nicht funktionieren würden, dann würde kein Retail-Trader mehr am Markt sein Geld riskieren. Die große Schwierigkeit ist vorauszusagen, wann solche Phasen wechseln. Meiner Meinung nach kann man nicht voraussagen, wann diese Phasen wechseln. Aber was man zum Beispiel machen kann, ist nach einer größeren Gewinnserie sein Risiko zu minimieren und defensiver zu traden. Viele Trader machen dann oft das Gegenteil, weil sie dann zu gierig werden. Sie erhöhen sogar das Risiko in solchen Phasen und geben dann meistens den gesamten Gewinn wieder ab. Indikatoren sind, wie ich schon gesagt habe, ein nützliches Hilfsmittel, aber nicht mehr und nicht weniger. Wenn dir das Video gefallen hat, dann hau auf den Like-Button. Ich bedanke mich schon mal vorab dafür. Wenn dich weiterhin das Thema Trading interessiert, dann schau dir direkt das nächste Video im Trader-Kanal an. Ich wünsche euch allen erfolgreiche Trades, bis zum nächsten Video, macht's gut und ciao.